So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal wieder die Bravo Sport Nummer 25. Und warum? Ich bin wieder auf der Suche nach limitierten Karten. Ja, und hier ist natürlich eine drin, in das Match Attack Bundesliga 2018-19 Action Booster Tütchen. Ist mal wieder eine limitierte Karte drin. Und welche, das zeige ich euch natürlich gleich. Und dann möchte ich auch was klarstellen. Weil viele sagen, die Action wären die Booster mit den 5 Karten. Das stimmt nicht ganz. Die normalen haben auch nur 5 Karten. Und dann gibt es noch die Promopacks, wo viele sagen, das wären die Promopacks. Und die Promopacks sehen ganz anders aus. Promopack, Action, die normalen Booster. Das dazu. Aber welche limitierte Karte hier drin ist, das zeige ich euch natürlich gleich. Aber ihr kennt ja meine Videos. Jetzt wird erstmal ein bisschen in das Sportmagazin rumgeblättert, obwohl das Cover natürlich top ist. Aber es soll uns ja noch andere Vereine geben. Dann schauen wir doch mal da durch. Aber ich werde natürlich nichts kommentieren. Bundesliga-Tabelle, Spieltabelle und so weiter. Dann natürlich ein paar Insights von Spieler angeblich. Also das ganz normale Sportmagazin, was ihr natürlich kennt. Was ich ja auch schon so oft angeboxt habe. Ich blätter mal jetzt ein Poster in der Mitte. Naja. Da. Aber das würde bei mir nirgendwo reinpassen. Obwohl es eine wunderschöne Farbe hat. Aber mehr brauche ich jetzt auch nicht auf das Magazin oder die Bravo Sport einzugehen. So, also das ist die Bravo Sport Nummer 25 für 2,20 Euro mit einem Boostertütchen Match Attack Bundesliga 2018-19 Action. 5 Karten drin, eine limitierte. Und welche das jetzt ist, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Und wie gesagt, viele sagen ja, das wäre ein Promo-Booster. Das stimmt nicht ganz. Sie kleben zwar drauf, weil ja immer die limitierten Karten drin sind, ein Promo-Booster der Mädchentext-Reihe war dieses hier. Und das sind die ganz normalen 5er-Booster. Gibt es natürlich auch in 10er. Die gibt es auch in 10er. Deshalb kein Promo-Booster. Aber nichtsdestotrotz. Ah, die limitierte Karte liegt gleich oben drauf. Dann muss ich das Booster-Tütchen natürlich andersrum aufmachen. Direkt so anfangen. Und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Ob euch auch schon die limitierte Karte gönnt habt. Oder eben die Bravo Sport 25. Ob ihr sie euch noch gönnen wollt, weil ihr jetzt gesehen habt, welche limitierte Karte drin ist. All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall kommentieren. So. Das ist nur die limitierte Karte. Ihr seht es schon, es ist nicht mein Verein. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein. Das müsste die L26 sein und ist die L27. Entschuldigung. Aber das ist die limitierte Karte in Gold, wie ihr seht. Falscher Verein, falscher Spieler, aber man braucht sie ja, um seine Sammelmappe vollständig zu kriegen. Ich natürlich in diesem Fall auch. Also, jetzt wisst ihr, wo ihr die L27 bekommt, nämlich in die Bravo Sport Nummer 25. Und wie gesagt, es war kein in dem Sinne kein Promo Booster. Die Promo Booster sehen so aus. Es sind auch 5 Karten drin. Kann ich natürlich jetzt mal aufmachen. Na. Sind die gleichen Karten. Es ist nichts anderes.
Die gab es aber am Anfang, die Promokarten eben, dass man reinschnuppern konnte. So, und das war jetzt immer wieder ein Infovideo, wo ihr welche limitierte Karte findet. Bravo Sport 25, die L27 passt natürlich. Jetzt wisst ihr wo und welche. Ihr schreibt mal alles in die Kommentare. Und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.